Zuletzt bei Horizon Zero Dawn. Wir untersuchten das Phänomen, weshalb die Höhle einer Banuk-Musikantin komplett geflutet wurde. Unser Weg führte uns in einen Damm. Hier fanden wir einen Ossaram, welcher panisch verschiedenste Knöpfe drückte, wodurch er den Damm beschädigte und damit die Flut verursachte. Mit seiner Hilfe reparierten wir wieder den Damm und konnten damit die Überflutung stoppen. Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ich hoffe, es geht euch gut und wir haben beim letzten Mal diesen Damm, der hinter uns liegt, wieder funktionstüchtig gemacht, nachdem hier, wie ich bereits im Intro erwähnte, ein verrückter Ossaram ein bisschen wild auf der Technik rumdrückte. Und jetzt hören wir schon wieder die Trommeln, denn der Ursprung, weshalb wir das Ganze machten, war ja, dass eine Banuk-Musikantin, besser gesagt eine Banuk-Trommlerin meinte, dass ihre Höhle, in der sie diese Töne verursacht, weil da so viele kleine Gänge durchführen, dass sie eben geflutet wurde. Und wir hören schon wieder, dass hier Trommeln und Musik kommen. Das heißt, sie kann die Höhle wohl wieder ziemlich gut benutzen, würde ich mal vermuten. Oh shit. Warum sind denn hier zwei von denen? Ich korrigiere, drei von denen. What the hell? Okay, guys. Oh, sehr schön. Ich habe da gerade die Loe-Behälter freigelegt. Das war nix. Das war was. Okay, ich glaube, der Dude explodiert jetzt gleich da unten. Richtig, genau die Explosion wollte ich. Ich glaube, ich habe den nächsten Loe-Behälter getroffen. Sehr gut. Die sind aber... Oh, shit. Nee, immer noch nicht. Ja, das war ein Treffer. Die sind jetzt aber von dieser komischen Macht besessen, von der dämonischen Macht. So, wir können theoretisch noch ein paar Bomben runterfeuern. Das mögen die safe auch nicht. So, sehr gut. Das sind Klebebomben, die ich gefeuert habe, ne? Ja. Oh Gott, das sind vier von denen. Okay, das kann jetzt gleich sehr, sehr kritisch werden, Freunde. Das kann jetzt gleich sehr kritisch werden. So, der ist, glaube ich, gleich down. Der hat noch minimale Leben. Jetzt hat er keine mehr. So, die sind ja, glaube ich, ein bisschen, wie soll ich sagen, immun gegen Elemente, ne? Okay, aber brennen tun sie trotzdem. Dann werde ich auf jeden Fall erstmal mit meinem Flammenbogen hier arbeiten. Das halte ich für sehr sinnvoll. So, jetzt brennen alle drei schon mal. Gut. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir weiter? Das sind diese Loot, muss ich aufpassen. Ich heile mich auch schon wieder. Das ist eine gute Sache. Okay, sehr gut. Zack, zack, zack. Ich schieße immer ein bisschen auf den Schädel, weil wir da mehr Damage machen. Da kommen schon wieder die Eisbomben. Ich lege mal mehr Pfeile hier drauf. Yes. So, das müsste reichen, oder? Nee, er steht noch. Zack. Oh, ich treffe immer nur diese scheiß Schulterplatten. Oh no, jetzt hat er mich. So, nächster down. Dann laden wir doch mal hier zwei Brandpfeile auf oder drei. Dann brennt der Dude nämlich wieder. Ich glaube, der hat mir gesagt, er will auch nochmal brennen. Kriegen wir hin. Sehr schön. So weit, so gut. So, dann arbeiten wir mal ein bisschen mit den Scharfschutzpfeilen. Immer schön den Schädel treffen. Zack. Oh je. Yeah. Oh, das ist der Damage, den ich brauche. Auf meinen Scharfschutzbogen ist Verlass, Freunde. Sehr gut. Oh, der Dude brennt hier noch. Zack. Oh no. Ich muss neue Pfeile machen. Zum Glück haben wir genügend. Oh, Stufe 55 haben wir gerade erreicht. Sehr geil. So. Er brennt schon gar nicht mehr. Dann würde ich sagen, gönnen wir ihm noch mal ein bisschen Feuer. Mhm. Sehr gut. Das war's. Aber die geben echt verdammt viele Erfahrungspunkte. Sehr schön. Bloß wenn wir eben von oben hier runterfeuern können, dann macht uns das tatsächlich vieles, vieles einfacher. Aber ich muss sagen, diese Schnappboiler sehen so episch aus, wenn die so richtig geil gepanzert sind und so, gepanzert sind und so weiter. Zum Loch. Aber das heißt, die Höhle, in der sie trommelt, ist auch eine alte, wie soll ich sagen, eine alte Bunkeranlage der Zivilisation von früher. Das ist sehr, sehr interessant. Und wahrscheinlich trommelt sie einfach auf den Abgasrohren oder Abflussrohren, wie auch immer. So, looten tue ich auf jeden Fall. In der Hoffnung, dass sie ein bisschen Loe haben.
Ja, genau, weil ich brauche die Lohe so dringend. Für meine ganzen Feuerpfeile und Bomben etc. Und ich glaube, den da hinten kann ich auch noch looten. Wie ist der eigentlich dahinter gekommen? Habe ich den nicht ganz woanders eigentlich gekillt? Naja, nicht so schlimm. Solange wir treffen, ist es gut. Und solange sie draufgehen, ist es besser. Dein Trommeln klingt wirklich großartig. Bunker entdeckt. Lautloch. Ich glaube, die trommelt wirklich einfach nur auf irgendwelchen alten Rohren rum. Kann ich mir gut vorstellen. So. Banuk-Malereien. Ja. Hier. Wow, du bist ja eine wahre Musikerin. Du freust dich, wieder spielen zu können. Ich weiß nicht, wie das ging, aber das Wasser ist blitzschnell wieder abgeflossen. Was hältst du von meiner Musik? Ich habe noch nie so etwas gehört. Weil es keinen anderen Ort gibt mit solch einer Resonanz, einer Intonation, die deinen Körper vibrieren lässt. Und natürlich kennt keiner diese Rohre wie ich. Ich habe sie gehört, bevor ich laufen konnte, auf dem Rücken meines Vaters. Danke für die Wasserableitung. Nicht allein für mich, auch für die Ahnen und ihre Lieder. Ja, kein Eck, Diggi. Bitte, nimm dies. Als Zeichen unserer Dankbarkeit. Blauglanz? Maybe? Moment mal. Abgeschlossen. Was kriegen wir? Ja, 3 Blauglanz. Sehr schön. Das ist halt echt die Belohnung für alles hier. Da haben wir nochmal einen wunderschönen Text. Den kann ich euch hier an der Stelle wieder kurz präsentieren. Für alle, die ihn lesen wollen. Pausiert es euch. Sehr gut. Und dann düsen wir wieder nach oben. Wenn Musiker dich fragen, wie du ihre Musik findest, ihre Musik ist einfach nur wildes Rumtrommeln auf alten Blechrohren, dann sagst du einfach, ja, ich habe sowas noch nie gehört. Das ist wirklich, das ist was ganz Einzigartiges, ne? Hauptsache nicht lügen. Okay, dann hätten wir die Quest abgeschlossen, sehr gut. Und dann würde ich vorschlagen, kümmere ich mich mal, oder, na, eigentlich, wenn wir schon hier sind, oh, verdammt! Hier vorne ist eine Tierfigur? Okay, wartet mal. Ich pop mich mal ganz kurz den Fluss nach oben. Weil wir müssen uns jetzt auch Stück für Stück um die Collectibles kümmern, dass wir eben nicht jetzt erst wieder alle Quests machen und dann wieder alle Collectibles sammeln, sondern ich versuche jetzt hier bei dem DLC, weil er nicht so groß ist, eine gute Mischung hinzubekommen. Das ist auch ein, wie soll ich sagen, ein gewisses Lernen für zukünftige LPs. So ein, okay, wie teile ich das Ganze hier am besten auf, damit es einfach unterhaltsam ist? Und ich weiß auch gar nicht, wie jetzt die Tierfigur exakt aussieht. Also ich weiß noch nicht mal, wonach ich zu 100% suche. So. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht hier irgendwo, dass die hier irgendwo in diesen alten Ruinen ist. Jawohl, da ist sie, oder? Ich schätze, die Alten mochten diese Tiere. Jawohl! Ja, gute Sache, okay. So easy geht das. Das ist ein Panther. Nee, ein, oder? 2 von 7 in einem Gedenkset. Montana Recreation. Tauschen Sie in Hohlhalle gegen wertvolle Belohnung ein. Ein geschmeidiges Raubtier. Okay. Sehr schick. Dann machen wir uns hier die Markierung wieder weg. Ja, aber dann würde ich tatsächlich sagen, poppen wir sie hier runter. Und dann laufen wir diesen Schamanenpfad nach oben. Wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir das doch. Denn da ist ja diese Schamanin, der wir quasi berichten können, dass sie diese dämonischen Kontrolltürme, nennt man es, glaube ich, dass wir die vernichten können, dass wir ein passendes Gerät haben, unsere Überbrückungsmaschine, die vorne an unserer Lanze dran ist. Und dann gucken wir mal, ob sie uns anhört und ob sie unsere Hilfe annimmt oder ob sie engstirnig ist und sagt, weil wir nicht vom, was weiß ich, heiligen Banuk-Baum ausgewählt wurden, sind wir nicht berechtigt, mit ihr zu reden. Meistens sind die Leute um den Priester oder um den Schamanen herum viel fanatischer als der Priester oder der Schamane selber. Das sind immer so Leute, die so blind folgen, ohne irgendetwas zu hinterfragen. Doch schaut mal, was da hinten ist. Ist das das Banuk-Dorf? Schaut, nee. Da ist aber irgendwas. Hier, das muss hier irgendwo sein, ne? Sind das einfach nur Bäume oder ist da was aufgebaut? Ich erkenne es tatsächlich nicht ganz. Äußerst interessant. Und ihr habt mir auch gesagt, dass meine Rüstung halt zwar Leben wiederherstellt, aber sie gibt mir gar keinen Schutz für irgendwas. Und ich soll doch lieber wieder die gute Rüstung anziehen, die ich mir mit Hilfe der Energiezellen geholt habe. Ich denke mal, solange es mit der hier funktioniert, mache ich es ein bisschen spannender. Erstens spare ich mir Zeit, in der ich diese Heilpflanzen sammeln muss. Und zweitens, wenn ich im Kampf schneller Damage bekomme,
dann ist es, glaube ich, auch insgesamt ein bisschen actiongeladener, ne? Es gibt ja auch immer wieder Leute, die durchklingen lassen, du bist viel zu gut, es macht gar keinen Spaß, sich das anzugucken. Ich höre das auch, ich finde es ein bisschen weird. Ich kann es so zu 10 oder 20% verstehen, aber auf der anderen Seite denke ich, sollte man doch die Kritik dann eher dem Game geben, dass man so schneller in den Punkt kommt, wo man overpowered ist, und nicht den Let's Player, dass er das Spiel spielt. So. Vor allem, ich spiele es ja noch blind, also es ist jetzt kein perfektes Playthrough, wo ich von Anfang an weiß, was ich alles brauche. So, scheiß drauf, wir sind an der Höhle angekommen. Wunderbare Lichter. Der Schamanenpfad muss hier irgendwo sein. Eine dieser Markierungen, von denen Naltok sprach. Die hier? Okay, die leuchten einfach nach oben. Dann folge ich einfach mal den Lichtern hier. Wow, schönes Eis. Ich kann die sogar aktivieren. Jede Markierung zeigt auf die nächste. Sie weisen den Weg. Okay. Wofür das Windspiel? Soll der Ton den Weg leiten? Vielleicht finde ich mit dem Fokus noch mehr. Yep, der Fokus sieht die Markierungen. Na, aber ich folge doch gerade einfach nur dem Pfad, oder? Ah, ne, hier lang? Das sieht mir nach einer geheimen Höhle aus. Solange ich noch nicht an der Abzweigung komme, werde ich hier einfach mal weiter düsen. Und immer erst, wenn ich an der Abzweigung komme, werde ich mal gucken. Aha. Da ist ein Windspiel. Ich folge hier den Lichtern. Auch die Lichter muss ja irgendjemand aufstellen. So, und ist hier wieder so ein altes Ritualding? Gut. Die hier? Aber die kann ich nicht markieren. Da ist ein Windspiel, glaube ich. Und hier in die Richtung nicht. Ich gehe mal diesen Weg. Aha! Look at this. Zack. Okay, dann hier lang. Ich vermute mal hier entlang. Genau, das Licht zeigt hier hin. So, kann ich hier in die Richtung? Ja, kann ich. Aha! Hier ist das Windspiel. Mhm. Ich denke, wir sind noch auf einem ganz guten Weg, Freunde. So, immer schön aufpassen. Nicht hier lang. Loot. Aber dann what? Wohin? Kann ich hier irgendwo nach oben? Verstehe. Hoch. Ja, wollte gerade sagen. Sowas in die Richtung dachte ich mir schon. Sehr schön, aber wir haben eine fette Lootkiste gefunden. Sehr angenehm. So, ich folge mal hier dem Weg, weil hier das Windspiel angezeigt wurde. Warte mal. Nee, hier ist nichts. Okay, ich muss sehr aufpassen. Aber voll die geile Eishöhle. Ey, der DLC gefällt mir richtig gut. Aufpassen. What? Wo? Ah, da. Okay, wisst ihr was? Dann machen wir direkt kurz einen Prozess und feuern dem alles ab, was der an Utensilien hat. Ich hoffe, ich habe den Tarngenerator abbekommen. So, da kommt der. Oh shit, der hat mich erwischt. Oh Gott, der macht mir richtig viel Damage. Oh, aber das ist so ein dämonischer Pirscher, ne? Oh boy. Aufpassen. Okay, wartet, neu machen. Okay, er brennt. Er brennt, das ist sehr gut. Dann hacken wir hier mal drauf. Okay, sehr schön. Er liegt. Ja, ich steche einfach rein. Und dann feuern wir quasi weiter drauf. Oh shit, not so good. Er liegt wieder, Freunde. Sehr gut. Und zack. Glück gehabt. Auch fast 6000 Erfahrung, holy shit. Also Erfahrungspunkte kriegt man hier echt böse. Ich hoffe, das war der einzige hier. Da vorne ist lilaner Loot. Das sind die ganzen Teile, die ich hier abgeschossen habe. Nehme ich gerne mit. Ja, ja. Schöne Minen hast du hier gelegt, Meister. Aber hier ist lilaner Loot. Metallscherben. Metallgefäß. Ah, verstärktes Outfitgewebe. Na, sieh mal an. Boah, also was wir hier an Modifikationen bekommen, das ist krass. Das kann sich wirklich sehen lassen. So, aber wo geht's jetzt hier weiter? Ist das... Nein, das war hier eine Sackgasse? Oder geht's irgendwo anders noch weiter? Moment, hier ist nichts. Nee. Ich glaube, das war eine reine Sackgasse. Aber gespickt mit gutem Blut. Oder komme ich hier lang? Nein. Hm.
Okay. Werde mich damit mal zufrieden geben. Also ich sehe hier auch keinen Weg oben lang. Ich glaube, das hier war nur für den Loot, aber sehr sinnvoller Loot. Lass mich das nochmal ganz kurz angucken. Hier Modifikation. Das war Fernkampfschutz, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, genau. 20% Ferngriff, Fernangriff und 34% Eisschutz. Das Problem ist, dass meine Rüstung keinen Slot hat, ne? Die ich gerade trage. Nee, wo ist er denn? Welche trage ich denn gerade überhaupt? Ach, hier, bei Herstellen. Ah, hier, bei Outfits. Da, hier. Nee, nee, die hat keinen Slot, leider. Genau, aber okay, die Spule hatte ich schon. Okay. Dann gehe ich mal zurück. Und schau mal, ob ich noch einen anderen Weg finde, wo ich lang gehen kann. Ich kann auch hier hoch. Ich folge dem Weg hier mal. Da ist ein Signal. Aber das habe ich, glaube ich, schon aktiviert, oder? Nee, noch nicht. Und hier ist irgendwas. Guys. Okay, hier durch. Wir müssen darüber, ja. Da ist ein Pirscher. Okay. Ich denke, wir kommen an denen nicht vorbei. Wir könnten sie halt legit von oben bekämpfen. Oder wir stürzen uns runter in den Ring. Hier ist eine Sackgasse, aber mit Loot. Ausgang, aber Ausrüstung. Glattes altes Amulett. Boah, das will ich eigentlich nicht, muss ich zugeben. Ich nehme nur den Draht mit. Den kann ich gebrauchen. So. Und jetzt sagt uns das Licht, dass wir da lang müssen. An dem Pirschland vorbei. Aber muss die Schamanin jedes Mal hier durch? Oh boy, oh boy, oh boy. Da ist er. So. Oh mein Gott, nee, das Tarnmodul ist, glaube ich, immer noch drauf. Wir stechen mal rein. Oh, da ist noch der zweite. Aufpassen. Der sieht irgendwie krasser aus, wenn ihr mich fragt. So, warte mal. Wir machen hier mal weiter. Die kommen hier nicht hin. Oh mein Gott, die kommen hier nicht hin, Freunde, glaube ich, wo ich bin. Da ist eine unsichtbare... Doch, die kommen hier hin. Ich wollte gerade fragen, ist hier eine unsichtbare Mauer? Aber einer ist schon down. Oh mein Gott, einer ist schon down. Eben rammen wir kurz den hier rein. Oh ne, die wollte ich eigentlich gar nicht. Habe ich die an ihm Arm, hab ich die an ihn angebracht? Ja, habe ich. Huhuhu. Nice. Okay. Ich brauche langsam mal wieder Lohe. Sonst kann ich meine Bomben bald nicht mehr machen. Ich muss mal wieder so eine fette Farming-Session machen und einfach so 8 Millionen Läufer im Noraland erledigen. Da stehen die ja zuhaufe rum. Und dann kann ich die mal wieder, dann kann ich hier mal wieder ein paar mehr von meinen Bomben machen. Lohe ist leider seit längerer Zeit hier Mangelware bei mir. Ich hoffe, das waren nur diese zwei. Und ich folge dem Weg hier lang. Yes, das sieht gut aus. Schöne Sache. Aber wie gesagt, also wenn die Schamanin hier hoch muss, dann muss sie sich ja immer hier ran vorbei sneaken. Oder wie darf ich das verstehen? Das war. Und wir sind draußen. Was kommt jetzt auf dem Pfad? Wir werden es herausfinden. Aber schön sieht es aus. Diese verschneite Berggegend ist unfassbar schön. Okay, ich kann sie sogar nochmal markieren. Ob ich das muss, ist die andere Sache. Wow, ich muss über die Brücke. Danke. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Puh, ein Glück wurde hier diese Ritualmarkierung gemacht. Aber hier ist Heilung. Das ist sehr schön. Funktioniert das? Ich kann wohl erst rüber, wenn genug Wasser einläuft. Ja. So. Yes, das hat funktioniert. Ich aktiviere das einfach mal, damit wir es aktiviert haben. Einmal herum. Genau. Wie komme ich da rüber? Da muss ich Wasser reinfüllen. Runter, dann hoch. Kann ich diese Leiter hier öffnen? Gut, ja, kann runter. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass in diese Brücke... Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass in diese Brücke Wasser reinläuft. Da geht's hoch. Mhm, aber da drüben ist lila eine Ausrüstung. Und zwar... Ah, hier ist ein Pigment! Oh, lol! Okay.
Das hätte ich gar nicht geschnallt. Also ich habe null auf die Karte geschaut. Helles Oxid. Helle Schicht, die sich auf Metall aus der alten Welt gebildet hat. Pigment für Banuk-Felsmalereien. Das ist wahrscheinlich ihr Kupferoxid, glaube ich. Das ist ja auch der Grund, ne? Die Freiheitsstatue, Freunde. Fun Fact an der Stelle. Ist, also die sieht ja so grünlich aus, aber die war nie grün. Das ist Kupfer, auf dem sich Kupferoxid gebildet hat. Ich muss am Seil ziehen, um das Ding. Und dadurch wurde sie so grünlich. Okay, die Brücke füllt sich. Yeah. So, komme ich jetzt irgendwie wieder rüber? Ach, da ist ein Seil. Okay. Top. So. Kurze Dusche. Geschafft. Aber wir kommen weiter. Ich würde gerne nochmal kämpfen. Aber die Rätsel sind auch okay. Aber kämpfen macht mehr Spaß. Da ist nochmal so eine Brücke. Aber warte mal, hier kann ich auch nach unten gehen. Ich glaube, ich kann hier nicht nach unten gehen. War es ein Fehler, hier runter zu gehen? Ich glaube schon. Boah, muss das Wasser eiskalt sein. Holy shit. Okay, ich kletter hier hoch. Das da vorne ist ein Rückweg. Aber da oben ist, glaube ich, nur Loot, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. So, dann warten wir ganz kurz das ab. Aber so ganz kapiere ich das irgendwie noch nicht. Also, da läuft Wasser rein. Ist der Baum an, aber ist der Baum schon auf der anderen Seite irgendwie verstopft? Oder warum fließt das Wasser nicht einfach durch? Also ganz kapiere ich den Mechanismus noch nicht. Oh, der Schnee schon wieder. Holy moly. Also am Schneeeffekt haben sie wirklich nicht gespart. Also die wollten hier wirklich eine unfassbare Tundra erschaffen. Aloy. What? Was kommt denn da? Ist das so ein Feuerhund? Boah, nee, das ist ein Bär. Hier ist irgendetwas Neues. Und es ist wohl kaum freundlich. Das war ein riesiger Grizzly. Wir werden doch safe noch auf ihn treffen, oder? Das ist doch fast so sicher wie das Abend in der Kirche. Also es sah für mich im ersten Moment aus wie ein Bär. Ich sag mal, viele der Tiere sind ja an irgendwie, also viele der Maschinen sind ja an irgendwelche Tiere angelehnt. Oh, ich höre ihn schon. Oh boy, oh boy. Hier ist ein Lagerfeuer mit Ausrüstung. Da vorne ist ein Turm. Da vorne ist ein Kontrollturm. Na, sieh mal einer an. Lohe kriege ich hier nochmal. Sehr geil. Die kann ich sehr gut gebrauchen. So, orte ich hier? Kann ich irgendwas orten? Ich weiß es noch nicht genau. Ich aktiviere mal den Turm. Genau in Richtung des Maschinen. Also ich kann keine Maschine orten. Okay. Der kommt doch jetzt, oder? Ist er da? Im Nebel? Nee. Ich schieb voll Panik. Das ist ein Bär, oder? Boah. Ja. Oh my God. Zerstöre oder überbrücke den Turm und erledige die Frostklaue. Beides optional. Ich muss den erstmal scannen. Dämonische Frostklaue. Okay, wer oder was bist du? Eine riesige Kampfmaschine, die für ihre Angriffs- und Verteidigungsfähigkeiten kryogene Flüssigkeit zirkuliert. Trotz ihrer Größe ist sie schnell und tödlich. Feuerschwäche. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Also da läuft wohl irgendwie so gekühlte Flüssigkeit durch, wenn ich das richtig nehme. Genau, hat Körper, er hat einen Eisbeutel. Die Zerstörung dieses Bauteils löst eine Explosion aus. Okay, also einfach draufbolzen. Dann ist noch eine Vereisereinheit hier in der Mitte.
wieder einfach draufbolzen. Oh, und macht alle eisbasierten Angriffe außer den Klauen unnütz. Okay, das ist sehr geil. Okay, wir müssen einfach voll in die Mitte feuern. Und oben ist noch eine Energiezelle drauf. Alles klar. So, ich will erst den Turm aktivieren, muss ich zugeben. Ich will erst den Turm deaktivieren, weil ansonsten heilt die sich ja wieder. Die Frage ist, wie kommen wir da hoch? Hier komme ich hoch. So. Sieht der mich hier? Der Turm geht nicht auf. Aber ich kann ihn überbrücken. Okay, der sieht mich hier nicht, wenn ich hier hänge. Der hat irgendwelche Ketten an den Beinen. Seht ihr das? Jetzt. Das ist meine Chance. Let's go, let's go, let's go. Bevor der Bär mich sieht. Bevor der Bär mich sieht. Bevor der Bär mich sieht. Yes. Gut. Mal sehen, ob das Ding auch für mich funktioniert. Oh mein Gott, der hat den sogar lahmgelegt. Okay, warte mal. Hoch, hoch. Geh hoch. Zieh dich hoch. Okay, drei Pfeile drauf. Drei Pfeile drauf. Drei Pfeile drauf. Und wir bolzen ihm jetzt so hier in die Seite rein. Das ist ein Schwachpunkt. Das muss drauf gehen. Okay. Wir konnten den Beutel auf jeden Fall gut dämmen. Ich glaube, das ist sein Hauptschwachpunkt. Den müssen wir wegbekommen. Ich mach mal die Klebebomben nochmal. So, dann kletter ich hier wieder hoch. Genau. Sehr geil. Okay. Der kann aber safe hier hochhüpfen. Wir machen mal ein paar Bomben an den ran. Boah, der läuft auf zwei Beinen. Leck mich am Arsch. Sehr geil. Okay, der leidet jetzt erstmal richtig. Hüpft der hier hoch? Kann der hier hochhüpfen? Oh, der hat so einen Eisangriff hier hochgeschickt. Okay, irgendein Bauteil ist kaputt. Irgendein Bauteil haben wir kaputt gemacht. Aber ich glaube noch nicht. Oh ja, da ist er. Da ist er. Aufpassen. Er liegt, Freunde. Dann können wir hier noch eine Bombe an ihm anbringen. Ich lade mal wieder drei Pfeile auf. Und schieße wieder auf das Eis hier. Yes! Okay, seine Haupteiseinheit ist kaputt und jetzt ist er eingefroren. Ja, jetzt ist Feierabend hier. Das war's. 11.000. Holy shit. Tja, Frostklaue. Neue Maschine erledigt. Nicht mit mir. Und jetzt suche ich Urea. Huhu. Das war ein guter Kampf. Das war ein sehr, sehr guter Kampf. Kann ich das aufheben? Nee. Aber der ist super geil designt. Der ist super geil designt. Richtig geil. Gefällt mir extrem gut. So, hier ist eine Feuerbrennwurzel. Ich habe nicht mal mit Feuerpfeil auf ihn gefeuert, ne? Hm, ja, okay, alles gut. Das war ein recht entspannter Kampf, muss ich zugeben. So, hier ist noch eine Vorratskiste. Vielleicht Lohe? Yes, alles mit Lohe ist optimal. Ist die Schamanin jetzt hier am Ende des Pfades? Und wie gesagt, mich würde mal echt interessieren, wie die hier durchkommt. Also, ob sie noch einen zweiten Weg gibt, von dem wir jetzt aktuell nichts wissen. Und dass dieser Weg, den wir gerade gehen, quasi nur für die Neulinge ist. Oder ob hier noch mehr los ist. Hm. Fragen über Fragen. Ich mag die Banuk-Musik. Das ist viel mit so, wie ihr es gerade hört, mit so Kriegshörnern und so. Nordisch natürlich. Obviously. Angehauchte Musik. Klingt sehr schön. Gefällt mir. Oh, jetzt kommt hier die Sonne durch. Sexy. Oh, geil. Geil, 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 geil. Mann, 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 sieht das schön aus. Hammer, Hammer Atmosphäre hier. Und der Soundtrack liegt gerade auch nochmal ordentlich zu. Oh, ich bin gerade richtig glücklich. Das ist gerade super schön. Oh, Freunde. Genießt das. Hammer. Das muss der Schrein sein, von dem Naltuk sprach. Das ist ein Sturmvogel. Und da ist ganz viel Blauglanz rausgekommen. Kein Wunder, dass es wertvoll ist. Das ist ein Sturmvogel, der mit Blauglanz übersät wurde. Ist Blauglanz so eine Art Rost? Dass sich Blau... Also ich meine, ich glaube, es hieß ja, dass sich Blauglanz auf alten Maschinen niederlässt. Diese Amulette, die lasse ich da... Also ich glaube, die waren ja nur zum Verkauf verscherben oder so. Naltuk sagte, Urea sei am Schrein vorbei zum Berg gegangen. Ich nehme besser die Treppe. Ja, ich denke auch. Und die Musik wird immer noch besser. Jetzt hat schon fast Subnautica-Vibes.
bin so happy hier gerade. Ein altes Tor. Vielleicht ist Orea dort. Wir werden es beim nächsten Mal herausfinden. Danke fürs Dabeisein. Ganz, ganz großes Dankeschön noch an Sören Kamora und Impulsion für euren super großzügigen Support. Vielen Dank.